guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele Schweizer werden auch dieses Jahr wieder Ferien in Italien machen. Und dort, neben anderen kulinarischen Genüssen, bestimmt auch der weissen Mozzarella-Kugel in irgendeiner Form begegnen. Auf der ganzen Welt bekannt worden ist der Mozzarella zwar hauptsächlich als Pizza-Belag. Der Frischkäse mit seinem feinen, angenehmen Aroma ist aber weitaus vielseitiger als das und überzeugt auch zum Apéro. Garniert mit Tomaten, Oliven, Salami oder Kiwi. Ideal als Vorspeise ist eine halbierte Avocado mit Mozzarella in Würfel geschnitten und mit einer Cocktailsoße gemischt. Auch zu Teigwaren mit einer Tomatensauce, zum Gratinieren und natürlich als Salat mit Tomatenscheiben ist der Mozzarella bestens empfohlen. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass der Frischkäse mit seinem feinen, angenehmen Aroma die Schweizer Küche in den letzten Jahren regelrecht erobert hat und heute zu den Käsesorten gehört, die am meisten verlangt werden. Ein grosser Teil der Mozzarella wird übrigens nicht mehr in Italien, sondern bei uns hergestellt. Und auch nicht mehr wie ursprünglich aus Büffelmilch, sondern aus guter Schweizer Kuhmilch. Wenn Sie bei diesen Bildern lustig geworden sind auf Schweizer Mozzarella, dann ist die Coop-Molkereiabteilung genau die richtige Adresse für Sie. Dort kommen Sie jetzt nämlich neu die Coop-Exklusivmarke La Mozzarella über. Als klassische Kugel, in Carré-Form, Natur und mit Basilikum und als Kügel. Ein paar Gedanken zum Thema Mozzarella hat sich natürlich auch der Armin Amrain gemacht. Und das heisst nichts anderes als ein weiteres tolles Rezept für Ihre Sammlung. Grüezi miteinander. Mein Vorschlag ist heute ein Mozzarella Cordon Bleu auf Hirsotto und grünen Spargeln angerichtet. Schinkentranchen mit Mozzarella-Scheiben füllen, zusammendrücken und im Mehl wenden, durchrühren, einziehen und panieren. Dann die Mozzarella Cordon Bleu auf beiden Seiten im Butterfett knusprig braun braten. Für ein Hirsotto grüne Spargel rösten, kochen und in 2 cm lange Stücke schneiden, wie ich es hier schon gemacht habe. Entkackte Zwiebeln im Anken dünsten. 250 Gramm Hirse beifügen und kurz drin wenden und mit einem Liter Hühnerbouillon auffüllen. Mit einem Lorbeerblatt aufkochen. Zudeckt ca. 20 Minuten ziehen. Nachher ein bisschen geschlagener Rahm, Kräuterbutter, gehackte Peterli und geriebene Sprienz darunter haben. Zuletzt noch die Spargelstücke beifügen, den Hirsotto auf Teller anordnen und die Mozzarella Cordon Bleu darauf platzieren. Das Rezept für das Mozzarella Cordon Bleu finden Sie wie jede Woche auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch einfach aus. Neue Ideen, wie immer vom Armin Amrain. Eine Neuheit haben wir heute auch im Markenfenster. Und zwar von Stimorol. Herzlich willkommen beim grossen Anti-Karies-Bündspiel. Wir kommen gerade zur ersten Frage. Was ist das Wichtigste nach dem Essen? Jawohl, natürlich Zahnputzen. Und schon kommen wir zur super heissen Mega-Gewinnfrage. Was machen Sie, wenn Sie keine Möglichkeit haben zum Zähneputzen? Richtig! Weil V6 hilft, Säure im Mund zu neutralisieren und so Zähne besser zu schützen. Jetzt haben wir uns wieder das Licht gemacht. Rivella kommen Sie bei uns diese Woche zum Aktionspreis über. Aus diesem Anlass zeigt sich das beliebte Getränk heute auch im Markenfenster. Das gibt's doch gar nicht. Ein außergewöhnlicher Sportler. Ich meine, ein Marathon bei Kilometer 37 und er läuft mit einer Plastiktasche. Übrigens heißt es, er trinke Rivella. Was hab ich gesagt? Rivella natürlich. Was denn sonst? Natürlich Rivella. Rivella. Natürlich anders. In 2,5 Wochen bestreitet die Schweizer Fußballmannschaft bekanntlich das Eröffnungsspiel an der EM in London gegen den Gastgeber England. Der Herr Gaschalto von Radio TV Steiner hat Ihnen dazu einen ganz besonderen Tipp. Wenn Sie möchten ungestört und in aller Ruhe die EM96 verfolgen, mieten Sie doch am besten das Zweigerät von Radio TV Steiner. Für einen Franken im Tag gehört der Nokia-Fernseher mit 37 cm Farbbildröhre, Hyperband-Tuner, 59 Programmspeicher, Teletext, Kopfhöreranschluss und Fernbedienung während einem ganzen Monat rein. Und wie Sie bald werden feststellen, wie praktisch so ein Empfang auch nach der EM ist, können Sie das Gerät auch kaufen. Für 398 Franken. Die Miete wird in diesem Fall voll angerechnet.
Da gerade noch ein paar weitere Angebote zum Sparen. Es sind alles Produkte, die Sie sicher gut brauchen können. La Mozzarella, denken Sie an das Rezept von Armin Amrain, gibt es im Trio-Pack für nur 5,20. Gallia Melone aus Spanien per Stück für nur 1,80. Zwei Zähnepackungen Goldstar Eismilchlutscher kostet nur 7,90. Außerdem offerieren wir Ihnen bedruckte Baumwolle-T-Shirts für Damen und Herren ab 2 Stück für 10 Franken. Wer da nicht zupackt? Und dann noch der Preisabschlag. Wernli Jura-Waffeln kostet ab sofort nur noch 3,20. Auch im Coop-Restaurant wird knallhart gerechnet. Ein Schweinsgordon Bleu mit Pommes frites und glasierte Rüebli offeriert Ihnen diese Woche der Küchenchef für sagenhafte 9,90. Neuheiten, Rezepte und Tipps zum günstigen Einkaufen sind das wie jede Woche aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend.